Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video, dieses Mal zum Glück wieder mit François. Er ist zwar jetzt gerade wieder irgendwo hinein verschwunden, aber das macht ja nichts. Ich möchte euch heute was Kleines zeigen, denn ich habe für François ein paar Kleinigkeiten mitgebracht und die werden wir jetzt gleich installieren in seinem Käfig drinnen. Unter anderem auch zwei Löwenzahnblätter. Ich habe mittlerweile schon den Löwenzahn am Balkon angebaut, da ich schon zu faul bin, dass ich jedes Mal hinuntergehe vors Haus und dort einen suche. Deswegen habe ich schon einen am Balkon draußen und das ist dann natürlich recht praktisch, weil dann brauche ich nur schnell raushüpfen und ihm dann einen frischen Löwenzahn holen. Was ist das, werdet ihr euch fragen? Wie ihr seht, die Blätter sind jetzt von dieser kurzen Fahrt zwar schon etwas vertrocknet, aber ich denke, das macht jetzt nichts. Ich habe aus dem Garten meiner Eltern ein Haselnussstrauch-Deko habe ich geholt. Quasi ein Urwald aus Haselnussästen, den ich hier für François aufbaue. Ich hoffe, ihm gefällt es auch. Wir werden das dann sehen. Wie gesagt, er ist jetzt wieder irgendwo versteckt. Ich glaube, hier im Sandbad. Aber ich werde das einfach mal hier reinstecken. Und dann werden wir schon sehen, wie ihm das gefällt. Ob er überhaupt noch weiß, wo er ist. Oder ob er wirklich denkt, er ist im Urwald. François! Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, hallo, Frau, was soll denn los sein? Hier sieht es ja ganz anders aus. Wo bin ich denn? Was ist denn das? Ja, ein Haselnussstrauch. Ich bin sehr skeptisch. Will mich das fressen? Nein, das kannst du fressen, wenn du möchtest. Ach, wirklich? Ja. Soll ich mal probieren? Ja, kannst du gerne. Du kannst sowohl die Blätter anknabbern, als auch das Gehölz. Oh Mann! Hier sieht es ja ganz anders aus. Oder hast du mich in einen anderen Käfig verfrachtet? Aber das hättest du doch gemerkt, wenn ich dich in einen anderen Käfig verfrachtet hätte. Ich beiß das Teil mal an und schau mal, wie es mir schmeckt. Ja, probier's mal. Oh Mann, und der Strauch ist ja viel zu hoch. Du hast schon bemerkt, dass ich nicht so groß bin. Ja, das habe ich bemerkt, François. Aber weißt du, meine Mama hat es ein bisschen gut gemeint mit dir. Und die hat sich einfach gedacht, du brauchst ein bisschen mehr. Lass mich mal sehen. Also was ist das jetzt genau? Haselnuss? Ja, eine Habe ich noch nie gehört. Was heißt das? Doch, du hast wohl schon Haselnüsse gegessen in deinem Futter. Da ist manchmal eins drin gewesen. In meinem Futter? Da schaue ich gleich mal nach. Ja, schau mal nach. Ah, ich sehe ja keine Haselnuss, aber einen Löwenzahn, den mag ich ja so gerne. Ja, es stimmt, dass du da gerade keine Haselnuss drinnen hast, aber generell kennst du wohl Haselnüsse. Also wachsen jetzt bei mir im Käfig Haselnüsse, oder was? Nicht direkt. Also im Käfig wachsen sie wohl nicht, aber bei uns im Garten wachsen sie. Ja, und woher kommen dann diese ganzen Sträucher? Ja, aus dem Garten. Aber da sind keine Haselnüsse drauf. Die sind doch aber bestimmt aus Haselnüssen herausgewachsen, oder nicht? Mhm, das stimmt. Wahrscheinlich sind es welche, die ich vergraben habe, damit ich sie später mal fressen kann. Und ich habe darauf vergessen. Und jetzt ist über Nacht daraus ein Haselnussstrauß gewachsen. Ja, und der ist jetzt mindestens 2 Meter hoch. Das so schnell ist das gegangen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich finde das voll cool. Muss ich mir nachher nochmal genau ansehen. Du könntest ja noch ein paar andere Samen vergraben in deinem Gehege. Vielleicht wächst noch was. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Aber jetzt fress ich, was ist das? Was ist das? Schau, ich habe bei Rodipet nachgeschaut und da gibt es ja immer so Knusperhölzer. Und im Endeffekt ist das ja eigentlich gar nichts anderes als einfach so ein paar Stücke von irgendwelchen Ästen. Und die schlagen eben vor, dass solche Knusper- oder halt Knabberhölzer für dich speziell von der Haselnuss bzw. auch vom Apfelbaum gut werden. Deshalb habe ich dir von der Haselnuss welche mitgebracht. Lass mich mal probieren. Ja, probier das mal. Vielleicht schmeckt es dir ja. Weißt du, wie ich mir vorkomme? Wie denn? Wie ein Biber. Ja, willst du einen Damm bauen? Sind das nicht auch Nagetiere? Ja. Aber ein bisschen größere. Ja. Und einiges größere als ich. Ein bisschen vielleicht. Ja.
Ja, und was soll ich jetzt genau damit machen? Soll ich den jetzt fressen oder annagen oder was soll ich damit jetzt tun? Du, wenn du willst, kannst du ihn annagen oder, weiß ich nicht, herumtragen oder was auch immer du willst. Also er ist auf jeden Fall sehr lustig. Das freut mich, Damit wenn werde er ich lustig sicher ist. lang beschäftigt sein. Lass mich mal sehen, lass mich mal sehen. Und wie schmeckt das so, wenn man das annagt? Sehr gut, sehr frisches Holz, superbe Qualität. Und merkt man auch den nussigen Beigeschmack? Ja, den nussigen Beigeschmack, den merke ich. Aber weißt du, mir kommt das Ganze schon ein bisschen spanisch vor. Da, wo ich herkomme, aus dem heutigen Kasachstan, dort ist ja Steppengebiet, da gibt es ja fast keine Vegetation. Ja, Und das jetzt komme ich stimmt. mir vor wie im Urwald, weißt du? Das Du stimmt, machst mit mir schon aber komische Sachen. Aber mir naja, soll es recht sein. vielleicht weißt du, wenn dort einmal ganz viel Regen fällt und dann ein paar Eichhörnchen vorbeikommen, die vielleicht ein paar Haselnüsse vergraben, dann wachsen vielleicht auch dort in Oh, Kasachstan oder Moment, wo ich auch habe mich nur immer kurz im Sandbad gebadet, Haselnüsse. damit ich schön bin für die Damen, die wieder zusehen bei meinen Videos. Lass Ja. dich davon nicht irritieren. Apropos Damen, François, einige hätten dir jetzt wieder geschrieben. Was? Ja, es haben sich wieder Zwerghamster gemeldet bei dir. Was? Zwerghamster Damen? Ja, es gibt eine Zwerghamster-Dame, die heißt Gypsy, die hat sich gemeldet. Da habe ich auch voll das süße Foto, das zeige ich dir dann gleich noch. Das möchte ich gerne sehen. Die ist wunderhübsch und auch so schön leicht grau, also die ist wirklich wahnsinnig schön. Glaubst du, wird dies gut zu mir passen? Ich glaube schon. Oh. Und was auch noch gekommen ist, ist ein Babyfoto, aber nicht von der Gypsy, also die hat kein Baby, sondern ein anderes Baby hat dir ein Foto geschickt, nämlich die Lilac. Die ist ein Aha. Zwerghamster mit einem leichten lila Schimmer, was ich auch ganz cool finde. Was lila Schimmer, sowas habe ich ja noch Ja? nie gehört. Da Sowas werde ich ja ganz wie schwummrig. Da packt mich ja der Schwindel, wenn ich du? von solchen netten Damen höre. Ich bin schon ganz verliebt, wie sie über beide Ohren. Das Ach, kann ja nicht sein. Wann François. zeigst du mir endlich ein Foto von denen? Ja, das mache ich dann danach. Aber jetzt richte ich dir das erstmal aus. Jetzt habe ich ja gerade erst den Haselnussstrauch gebracht. Ja, der ist super toll. Aber Ja. ich möchte den Haselnussstrauch ja meiner neuen weiblichen Begleitung zeigen. Oder vielleicht bekomme ich sogar mehrere Weibchen auf einmal. Das wünschst du dir wohl, François. Na, mal sehen. Man darf ja wohl noch träumen dürfen. Ja. So. Und ein Herr hat dir übrigens auch noch geschrieben. Oh, ein neuer Freund? Ja, ein Zwerghamsterherr namens Mario. Mario? Wie Super Mario? Ja, vielleicht wie Super Mario, aber dann müsstest du ja Luigi heißen Ja, kann natürlich oder sein. so. Kann natürlich sein. Wenn ich Ja, Italiener wäre, würde ich vielleicht so heißen. das kann Warte, sein. lass mich mal noch schnell ins Sandbad. Du Sieh mal, wie schön ich bin. bist super schön, Mach bitte François. ein Foto von mir und richte den Damen aus, dass ich ihre Briefe sehr gerne lese. Ja, sehr gern. Das richte ich Ihnen gerne aus. Ja, und sie sollen mich gerne mal besuchen kommen in meinem neuen, coolen Käfig, der jetzt ein Urwald ist. Ja, ich werde Sie fragen, ob Sie gerne mal in Urwald vorbeischauen möchten. Ja, Ja. sieh mal, die Blätter sind fast so groß wie ich. Oh, wie süß. Und wie lange können die jetzt hier herinnen bleiben? Was der Urwald meinst du? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Eine Zeit lang, bis sie halt dann nicht mehr so schön sind, weil ich glaube, die Blätter verdören dann wohl. Mal schauen. Gibt es dann wieder was Neues? Ich glaube schon, Das solange wird nicht ja der Winter cool. da ist. Das wird ja cool. Und dieses Hölzchen, das gefällt mir sehr. Sieh mal, das kann man so cool annagen. Das freut mich aber, wenn du das sagst. Aber nicht, dass du denkst, ich bin ein Biber oder sowas. Nein, 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 nein. Das Oder glaube dass ich sich auch noch natürlich die Nachbarn beschweren wegen nicht. dem lauten Nagegeräusch. Na, das hoffe ich wohl nicht, Da habe ich nämlich François. ein schlechtes Gewissen, wenn du da wegen mir Probleme bekommst. Das wäre ja gar nichts. Dann ist gescheitert, du tust einen Mehlwurm annagen. Beziehungsweise, du sollst ja nicht so viele Mehlwürmer essen, François. Es ist besser, wenn du wieder etwas Gesundes isst. Was Ein heißt hier so bisschen viel? Salat. Was heißt hier so viel? Ja. Erstens braucht ein Hamstermännchen wie ich viele Proteine. Ja, 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 Und ja, weil ja. ich nachts immer so viel in meinem Laufrad laufe, und wenn ich jetzt die ganze Zeit hier Holzfäller spiele, weil ich ja die Haselnusssträucher alle bearbeiten muss, dann brauche ich ja viel Kraft.
Ja. Aber du kannst doch nicht, du wirst schon etwas rundlich um die Taille. Schau, wenn du so da sitzt, dann sind Was ein heißt paar hier rundlich? Speckwellchen schon da. Nein! Doch, du sollst ein bisschen mehr Salat essen. Ich Ich habe bin dir extra den Löwenzahn mitgenommen. doch schön definiert und durchtrainiert, findest du nicht? Das finden ja Naja. die Hamsterdamen wohl auch, sonst hätten sie mir ja nicht geschrieben. Ach, weißt du, Sieh ich weiß mal! ja nicht. Doch, ich schau, ist ein Nein, bisschen sowas will ich Salat. nicht. Gib Doch. mir lieber noch was anderes. Nein, Nein, ist ich ein will keinen bisschen Löwenzahn. Ich Salat. habe zuerst schon einen Löwenzahn gegessen, das genügt für heute. Nein! Ja, aber Ich will lieber noch François, Proteine. du sollst auch ein bisschen Salat essen. Na gut. Nein, nein, heute nicht mehr. Ich habe genug. Du bist so stur. Ich habe jetzt wieder zu tun. Ich muss hier das Holz noch ein wenig bearbeiten. Ja, Du wirst sehen, klar. wenn du morgen in der Früh aufstehst, wird davon nichts mehr da sein. Hier wird nur mehr Sägespäne sein und ich werde mir eine neue Couch oder vielleicht ein neues Bettchen aus dem Holz gemacht haben. Na, da bin ich ja schon gespannt, François. Ja, und die Blätter nehme ich als Leintuch. Und ich decke mich damit zu. Hast Beziehungsweise die Hamsterdame. du hoffentlich eh ein Doppelbett gemacht dann? Ja, darauf kannst du wetten. Ist doch ganz klar. Ach ja, Ich François. nage jetzt hier noch ein bisschen. Lass mich jetzt in Ruhe. Mach das. Aber vielleicht isst du dann doch noch ein bisschen Salat, Ich glaube ja nicht. Stur. Na gut, bis bald.